Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Remastered. Ja, wir sind, wir sind beim Haus der Julia gerade ein bisschen ins Stocken geraten. Hier werden wir belagert und wir sollen jetzt hier den Hafen belagern. Das Problem ist halt, hier können wir gerade nichts bauen, ne? Weil vielleicht, also an sich dürften wir hier nichts bauen können, wegen der Belagerung. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal raus. Können wir hier, ja, Stadtwachen können wir hier bauen. Das heißt, wir können hier raus. Und wir machen das mal automatisch. Das ist sehr easy. So, und dann gehen wir mal in Richtung Ariminum. Okay. Bitte? Danke. Genau, der geht weiter. Euer Ehren. Haben wir mit dem jetzt schon gehandelt? Ich werde sofort mit Ihnen reden. Ich glaube ja. Ja, genau, haben wir schon. Ja, bitten, Regionen abtreten. An meine Zahlung. Ja, nee. Gut, bei dem war ich jetzt schon. Bei Makedonien war ich auch schon, aber. Genau, ich versuche mal das zu verkaufen. Jetzt 300. Waffenbrüder. Oh. Oh. Die geben sogar fast 600. Habt Dank. Haben die mir jetzt... Warte, warte, warte. Die wollten... Oh, dü. Die wollten jetzt keine Karteninformationen und haben mir einfach so knapp 600 gegeben. Das ist verrückt. Ja, ich hatte gerade... Ich hatte gerade nur noch... Oh, da bin ich gerade verrückt. Kann ich hier trotzdem bauen? Nee, oder? Hier ist jetzt ein Ausrufezeichen. Ich bin verwirrt. Gut, so, das haben wir gemacht. Den haben wir gemacht. Den haben wir noch nicht gemoved. Der geht mal hier lang. Das sind nicht meine. Und ich glaube, das war's. Oh, die Schiffe, okay. Habe ich vergessen. So. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Kaufmann funktioniert. Also, das haben wir ja letztes Mal. Bisschen schneller, bitte. Alter Mann. Das haben wir ja letztes Mal gelesen. Es ist ein Hinterhalt. Ein Hinterhalt? Warte mal. Die haben 118 gegen 447. Naja. Oder wieso sind die wieder so low, ne? Aber ja, ich habe automatisch gemacht. Das ist nicht immer oder selten der beste Fall. Ich mache das mal wegen Hinterhalt. Aber ich weiß nicht, wer im Hinterhalt liegt. Also an sich müsste er im Hinterhalt liegen.
Befehl warten. Nein, ich bin im Hinterhalt. Ja, nice. Das ist gut. Okay, ist natürlich, okay, so. Triaria. Gehen hier hin. Die gehen hier hin. Ja, wobei der General geht hier in die Mitte. Ich greife ihn von einer Seite an. Ich meine, so eine krasse Strategie brauchen wir da jetzt eigentlich nicht. So. Ihr dürft da ballern, wohin ihr wollt. Die reagieren ein bisschen langsamer als als gut wäre. Nein, ihr sollt darauf schießen. Sehr schön. So, aber jetzt bitte nicht mehr angreifen. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ja, sehr schön. Ah, die Pferde werde ich nicht mehr einholen. Rom verlangt von Feldherren Siege und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja, war auch. Der General war nice und Hastati, ja, war auch jetzt nicht wirklich spannend, ne? Ich freue mich mal, ich freue mich schon auf die großen Schlachten. Weil die sind hier bei Rome 1, glaube ich, um einiges wertvoller. Beziehungsweise also nicht wertvoller, sondern seltener. Also Fullstack-Armeen habe ich gerade irgendwie so den Eindruck, dass sie schwerer zusammenzubauen oder zu rekrutieren sind. Weil bei Rome 2 zum Beispiel kann man ja sich so hoch skillen. Dass man, keine Ahnung, so 5, 6 Einheiten auf einmal innerhalb von einer Runde bauen kann. Und das wird natürlich hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob man das hier auch machen kann. Ich dachte eigentlich ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher. So, ich will hier mal die, ja, das wollte ich so nicht machen.
Aria, Astarte, Astarte, Astarte. Herr! General! General! Imperator! Stoßt vor! So, genau. Ich wollte nämlich nochmal zwei Kavallerie hier haben. Das hätte ich anders. Oh, warte mal. Ich glaube. Ja. Das ist natürlich hier extrem viel praktischer. Dass man hier in der. Dass man die Einheiten wirklich so rekrutieren kann und auch. Ja, und auch einfach so rumschicken kann. Es nervt nämlich in. Hier kann ich nicht durch. Doch. Das nervt nämlich beim bei Rome 2, dass man für jede Armee einen General braucht. Nur um etwa, also um solche dann zu rekrutieren. So, offensichtliche Ordnung. Ich glaube, hier wäre. Warte mal. Es wäre eine gute Strategie, jetzt Hatati auszubilden. Hastati ist hier, ja. Bauhinweis Segesta. Hier. Jetzt empfiehlt es sich, einen Händler in dieser Siedlung zu bauen. Und Medolama, jetzt empfiehlt es sich, Stelle. Okay, ich würde da sogar eher erstmal auf einen Tempel gehen. Weil hier haben wir ja sehr viel Kulturstrafen und dann würde ich mal die Kultur ausbauen. Straßehändler hier. Kostet 600. Nächste Runde werden wir das da angreifen und ich hoffe, nächste Runde ist auch das Schiff fertig. So, mal schauen. Ansehen bei Senat steigt, Armee vertrieben, das ist gut. Dann Krieg erklärt, Makedonien und griechische Städte, das war abzusehen. Rekrutierungsbericht. Genau. Einkommen plus 130, Handel 700, okay. Zeitlimit noch 3 Runden. Okay. Ah, den habe ich wieder vergessen. Ah, Mann. Immer diese Agenten, die vergesse ich in Rome 2 auch immer. Bup. Aber die haben ja, also die stehen ja nicht nur so rum, also passt das. Wobei, wo ist mein Spion? Wo ist mein Spion? Ich glaube, der ist jetzt in irgendeiner Stadt. So, jetzt. Ich fange mal mit dem an. Mach mal mit dem weiter. Gut. Jetzt ist da. Oh. Uiuiui. Das ist eine Fullstack-Armee. Also fast. Der hat auf jeden Fall einiges. Die sind 61 groß. Interessant. Wo ist denn mein, warte mal, also Senatsposten erhalten. Das ist natürlich super. Bündnis angekündigt, Skythen und Makedonien. Rekrutierung, das ist gut. So. So, bitte einfach nur. Genau, sehr schön. Ihr werdet mit einer Einheit mit einer eurer möglichen Einheiten belohnt. Ich hoffe mit Triarii. Oder mit Kavallerie.
Okay. Die Stadtwache kommt auch nicht hin. Also der würde hinkommen. General. Zeitenerbe. Ich kann leider nicht hier Gewaltmarsch machen. Wo ist der? Ah, der ist da drin. Das ist natürlich praktisch. Euer Ehren. So. Ich vergesse immer, dass ich den anklicken muss und dann Agent entsenden und dann. Weil jetzt kann ich den nämlich nicht mehr entsenden, weil. Weil ich den quasi schon dahin geschickt habe, vielleicht, möglicherweise. Ich check das nicht. Euer Ehren, das kann ich nicht tun, Herr. Na gut. Ah, so. Also Hinterhalt, weil hier Gebäude sind. Gebäude, Weil hier ein Wald ist. Macht Sinn. Okay. Okay, wir haben 800. Reicht das für ein Gebäude? Ja. Machen wir hier mal das. Spionagemission erfolgreich. Unser Spion ist... Ah, okay, das war schon erfolgreich. Ja, super. Gut, also der hat 2 Kavallerie. Wieso ist das ja nicht sortiert? Das ist blöd. 2 Kavallerie, was ist das? Druiden? Ah, stimmt, da gab es ja Druiden. Gesang inspiriert Truppen in der Nähe. Experten darin, sich in Wälder zu verstecken. Kampfbonus in Wäldern. Oder Schnee, ausgezeichneter Kampfgeist. Gut gepanzert, sehr gute Ausdauer. Die muss ich dann. Kann ohne Befehl vorstürmen. Kampfbonus im Schnee, kann Keile bilden, schnelle Fortbewegung. Wie sieht jetzt mit meiner Kavallerie aus? Kann Keile bilden, gute Ausbildung, schnelle Fortpflanzung ist was anderes, Tobi. 2 Sterne General, 2 Trefferpunkte Kampfbonus im Schnee, oder? Okay. Und die da sind die normalen Kriegsbande. Ja, wir sind da, also unser General ist da schon besser. Aber unsere Einheiten sind halt auch schon angeschlagen, nicht? Das ist doof. Sollen wir hier nochmal eine Stadtwache machen? Machen wir einfach mal. Weil falls der jetzt noch nicht angreift, ist die Garnison da auf jeden Fall trotzdem ein bisschen besser. Aber ich denke, er wird jetzt anfangen zu belagern. Oder... Ja, nee, er muss erstmal belagern. Weil die Stadt hat ja, oder das Dorf hat ja eine Palisade. Und da muss er mindestens eine Runde, ja. Wie er rückwärts geht. Oh. So. Rebellen.
kann das nur automatisch machen. Ach, sind hier gar keine... Kann ich etwas tun? Ohne Zögern. Sind hier gar keine, Seeschlachten möglich? Das ist ja auch nicht wirklich schlecht, ne? Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wo die Hauptarmee hin ist. Das habe ich natürlich jetzt. Geheimhaltung ist garantiert. Das habe ich jetzt natürlich nicht geschaut. Oder beziehungsweise währenddessen das kam, war ich mit Trinken beschäftigt. Auf jeden Fall habe ich da jetzt schon mal ein bisschen was gemacht. Befehle? Befehle? Was ist das denn? Ich stelle den mal hier rein. Setzt die Segel. So. Weg blockiert. Ach. Laut und deutlich. Belohnung, Hauptstadt Priere. Die Reme. Warte. Hä? Eure Belohnung befindet sich in eurer Hauptstadt. Die Reme. Das tue ich jetzt weniger verstehen tun, Dingster Bumster. Was habe ich denn jetzt in der Senate stellt fest, dass halt die gewünschte Blockade des Hafens steht. Ihr erhaltet für eure Mühen eine Prämie. Aber ich dachte, ich bekomme irgendeine, also eine Einheit. Neues Familienmitglied, das ist geil. Und minus 400. Der Senat bittet euch, diese Siedlung zu besetzen. Was? Wo ist die denn? Hä? Was? Wieso da unten? Wieso da unten? Stadtwache, die Selene und Truppe als Garnison. Ja, mache ich ja schon die ganze Zeit. Hier habe ich schon vier. Drei. Also plus einen General. Also Kampf zur See. Ähnlich wie bei den Schlachten zu Land werden auch die zur See nicht nur durch zahlenmäßige Überlegenheit entschieden. Das Geschick des Admirals ist von größter Wichtigkeit, um den Tod zu entrinnen. Achtet auf Kommandofähigkeiten des Feindes, ehe ihr eure Flotte in den Kampf schickt. Doch habt Acht, werdet ihr angegriffen, so ist ein Kampf vielleicht nicht mehr zu vermeiden. Rekrutierungshinweis Ariminum. Es wäre jetzt Equites auszubilden. Equites. Ja, das habe ich schon. Vielen Dank. Genau. Gut, dann werde ich einfach versuchen, mit der Armee hier runter zu gehen. Was eigentlich echt problematisch ist, weil... Sind bereit. Euer Ehren. Weil hier sind ja auch einige Feinde.
Sind nicht hier die Städte? Das weiß ich gar nicht. Okay, ich gehe mal hier runter. An sich müsste hier eine sein und da, also da und da ist halt in Rome 2. Aber ich weiß nicht, ob die hier schon existieren tun. So. Bitte? Danke. Ich glaube, ich habe die jetzt alle gemoved. Ja. Let's go. Entschuldigung, kleines Speuerchen. So, dann würde ich sagen, ja. Wo kommen die denn jetzt her? Soll ich die jetzt schon angreifen? Söldner. Das Problem ist halt, dass seine. Wieso kann ich die eigentlich nicht sehen? Ich habe die doch schon ausspioniert. Das Problem ist, dass meine sehr angeschlagen sind. Aber ich will nicht in so eine Zange kommen. Okay, gut, das entscheiden wir in der nächsten Runde oder Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Ein bisschen Werbung machen. Lasst ein Like da und so weiter. Ist ja natürlich klar, falls es euch gefallen hat. Und auf meinem Kanal sind sehr viele andere Let's Plays über Rome 2. Und bald kommt da noch verschiedenes mehr. Also auch Troja und vielleicht Rome Total War. Napoleon vielleicht auch. Das wurde sich mal gewünscht. Genau. Ja, das machen wir jetzt auch. Ja, gut. Dann habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.